Hallo, heute ein kleines DIY und zwar geht es hier um die G-Diaper. Da, genau. Und zwar darum, wie man das Problem beheben kann, dass sie immer so furchtbare Abdrücke macht, oben am Bündchen. Genau. Und zwar habe ich das jetzt schon eine Weile getestet mit dieser und werde euch einfach mal an der anderen Überhose, die ich habe, zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich habe da einfach mich selber so Snaps rangesetzt, ähnlich wie bei der bei der Windelmanufaktur. Wundert euch nicht, hier war es einmal zu niedrig. Ich habe es ja ausgetestet. Und es gibt ja jetzt noch so eine zweite Firma und die haben das auch so gemacht. Und ich muss sagen, es ist wirklich wesentlich besser, weil einfach der Bund oben die Elastizität genutzt werden kann und nicht blockiert wird, einfach hier durch diese Druckknöpfe. Und genau, es macht einfach wirklich deutlich weniger Abdrücke. Also, anfangen tut ihr, indem ihr euch euer Inlay-Pouch, wie auch immer das Teil heißt, nehmt und einfach mal, das habe ich jetzt schon gemacht, Entschuldigung, man sieht es gleich, hier in die Ecken einfach jeweils ein Snap setzt. Und genau, auf der anderen Seite auch. Dann sieht das Ganze so aus. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie hinkriegt. Doch, jetzt. So. Dann schnappt ihr euch eure Überhose und knöpft das ganz normal da rein, wie ihr es sonst auch immer macht. Weil ihr müsst ja genug Spannung auf der Pouch haben, damit die auch sauber abschließt. Deswegen. Okay. So. Und dann faltet ihr das einfach mal rum. Also ihr seht, ich messe da jetzt nichts groß. Ich bin da eher so der Mensch, ich mache das Pi mal Daumen. Und dann spürt ihr hier eigentlich schon ganz gut, wo eure Snaps sind. Setzt sie eher einen Tacken zu weit oben. Genau, dann nehmt ihr einfach mal einen Stift. In dem Fall einen Kugelschreiber. Wenn jetzt manche aufschreien, die nähen, aber ich finde das ganz praktisch und man sieht es nachher eigentlich nicht mehr. Genau. Guckt halt grob, dass es so, na, auf einer Höhe ist. Wie gesagt, das ist jetzt nur so grob. Da habe ich es auf der Seite markiert und dann auf der anderen Seite auch. Und eben lieber einen Ticken zu hoch. Er ist zu weit unten, weil sonst geht es euch so wie bei mir, bei der anderen Überhose. So. Dass ihr nochmal einen zweiten Snap setzen müsst. So. Doch, ein Stift, der kann es noch runter. Genau, weil einfach sonst zu wenig Spannung auf der Pouch ist und es dann nicht richtig schließt und so um den Poppes rumlommelt. So, dann macht ihr das alles einfach wieder raus. So. Und dann kommen wir zu dem eigentlichen Teil, nämlich die Snaps setzen. Ich denke, das ist jetzt, Entschuldigung, ist jetzt gar nicht so unbekannt. Ihr macht da einfach so ein schickes Loch rein. Könnt ihr auch noch mal gucken, dann bevor ihr das Loch macht, dass das ungefähr auf einer Höhe ist. Dann steckt er da diesen Dorn einfach durch. So. Ja, Marlene, nehmt euer Gegenstück. Kontrolliert bitte vorher, dass es auch wirklich das Richtige ist. Weil sonst wird es ärgerlich. Nehmt eure Zange. Genau, falls jemand wissen will, ich habe meine jetzt bei 1 bis 3 bestellt. Genauso wie die Snaps. So, dann drückt er da mal kräftig zu. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich komme mal kurz ein bisschen ran. Stellscharf. Genau. Dann ist dieser Dorn da so. Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Zerdüllt. Zerquetscht halt und das hält. Genau.
Und das macht ihr jetzt einfach geschwind an allen vier Löchern. Es tut mir leid, wenn ich hier immer aus dem Kamerabild rausgucke. Aber es ist wirklich eine ungewohnte Position, um die Kamera zu greifen. So, das ganze Spiel auf der anderen Seite auch nochmal. Also einmal noch. Ups, war ich zu schnell, darf Daumen durchstecken. Und Lena hüpft hier rum, deswegen bin ich auch auf der Rückfläche. So, das Gegenstück drauf. Man muss auch gucken, dass man nicht irgendwie eine Falte zwischensetzt oder so, sonst wird es ungenau. Man muss davor halt mal rausziehen einfach. So. Und dann letztens mal. So, so sieht das dann von außen. Man sieht das hier jetzt ganz gut. Und dann könnt ihr einfach eure Pouch da rein snappen. Und euch eine Schere organisieren und einfach diese Dinger hier, müsst nur gucken, dass ihr nicht in die Gummis schneidet, einfach abschneiden. Und schon seid ihr drucklos, glücklich, nein, aber habt keine Druckstellen mehr. So, das macht ihr noch einfach rum. Und dann ist das Ganze fertig. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch mit den Druckstellen ist. Wenn ihr G-Diapers benutzt oder genau, was für Windelsysteme ihr sonst benutzt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!